Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play City Skylines oder besser gesagt einem kleinen Talk-Format. Let's Talk in City Skylines. Wäre ein schöner Videotitel, ist leider zu lang. Und ja, Ihnen geht das Geld aus. Nein, eigentlich kommen wir ganz gut voran. Es geht ja, ging ja nach oben. Langsam, aber stetig. So, ich kann mal ein bisschen schneller schalten hier. Ja, in diesem Format spiele ich City Skylines und werde nebenbei über ein paar Themen reden, die mich momentan bewegen. Die Idee ist natürlich nicht originell. Das habe ich natürlich vom guten Zinni abgeguckt, der das gemacht hat und wo ich mir dachte, das ist eigentlich eine sehr gute Idee. Könntest du auch mal machen. Und deswegen mache ich das jetzt auch. Wir müssten eigentlich mal Polizei und Feuerwehr bauen, aber alles zu seiner Zeit. Wir haben im Moment eh kein Geld. Ja, Leute. City Skylines. Schönes Ding. Schönes Projekt. Macht Spaß. City Skylines. Habe ich auch schon mal probiert vor ein paar Jahren. Habe ich ja in der ersten Folge schon mal erwähnt. Hat aber nicht funktioniert, weil ich halt nicht die Idee mit dem. Talken darüber hatte, dass man da vielleicht auch über Themen reden kann in City Skylines, weil es ja nicht so aufregend ist. Braucht man ja immer was zu schnacken, ne? Und das Thema dieser heutigen Folge, wie auch schon in der letzten Folge, aber die letzte Folge war halt die erste Folge. In der ersten Folge ist ja immer noch ein bisschen was anderes vorrangig wichtig, deswegen konnte ich das Thema in der ersten Folge nicht komplett ausführen, das hole ich diesmal nach, ist quasi, was ist los? Was ist los? Ist das Thema. Ich hab, wann seht ihr das Video? Morgen wahrscheinlich. Ich denke mal, morgen. Ich hab gestern auf Twitter gepostet, dass mich Singleplayer. Oh, ich bin eine winzige Kleinstadt geworden. Schön. Oberschule, okay. Dass mich im Moment Singleplayer-Projekte ganz arg ankotzen. Und dass es einfach unfassbar langweilig ist im Moment für mich. Singleplayer-Projekte zu starten. Und deswegen ich keinen Bock habe so richtig auf Singleplayer-Sachen. Wie zum Beispiel jetzt Fallout 4 oder andere Sachen. Weil einfach, ich habe so viel Spaß an City War Beyond im Moment. In der letzten Folge ist mir noch City War Nations rausgerutscht. An dem Projekt hatte ich auch sehr viel Spaß. Man sieht es ja daran, dass meine Folgen so lang sind. Denke ich mal, kann man das ganz gut erkennen, dass mir dieses Projekt halt echt Spaß macht. Und dass ich da jede Menge Herzblut reinstecke. Und ich finde einfach so toll, dass man immer mit Leuten aufnehmen kann, die so super entspannt und relaxed sind. Und so halt cool sind. Und man so viele neue Leute kennenlernt. Wie zum Beispiel den Zinni, den Flens, den Mystery, natürlich die Leute aus meiner Stadt, die auch fantastisch sind. Natürlich auch der Standard-Skills, der ganz am Anfang dabei war, der Dom. Aber auch die Leute aus der anderen Stadt. Stormy, obwohl ich den, genau wie Silox, ja nur schon aus City War Nations kenne. Ja, ich weiß, neue Dienstleistung, aber ich kann gerade nicht. Oder den guten Cosmic und die ganzen anderen. Ja, ich weiß, ihr braucht eine Polizei. Ich habe aber im Moment kein Geld. Das tut mir leid. Nein, ich habe kein Geld. Was ist das eigentlich? Ach, das sind die Denkmale, ne? Ah, nee. Habe ich auch kein Geld für. Und ja, deswegen machen mir Multiplayer-Projekte gerade so viel Spaß und Singleplayer-Projekte halt einfach überhaupt nicht. Weil einem da, wenn es so Spiele sind wie Fallout, auch irgendwann die Themen ausgehen. Und das Spiel ist halt so aufregend, dass man da auch nicht mal in Ruhe quatschen kann. So wie jetzt bei City Skylines. Das würde halt bei Fallout nicht funktionieren. Leider. Und deswegen, ich muss mal noch ein Darlehen aufnehmen. Sorry, aber ich habe im Moment ein bisschen Probleme hier. Und die kriegen gleich Probleme mit dem Gesetz. Freunde der Nacht. Wenn man ein paar Stadtparks aufstellen eigentlich. Irgendwo. Sind die nicht zufrieden? Ach, die sind doch happy hier im Ausstand. Was macht das? Kosten.
Wasserstrom. Ah, das macht also, dass die Leute mehr kaufen wollen. Das ist natürlich super, das kommt hier ins Gewerbegebiet da in der Nähe. Aber wo, aber wo, aber wo, aber wo? Ach komm, hier klatscht das mal in der Ecke. Wo ich eigentlich das Geld lieber für eine Oberschule ausgeben sollte. Egal, wir haben ja genug. Zack, so. Bildung, Oberschule. Die kommt hier oben hin. Schön an die große Straße. Und dann brauche ich noch eine Grundschule. Ah, ja, ich habe nicht so viele Wohngebiete, wo das gut hinpassen würde. So, die Polizei ist am Start. Oh, das leuchtet aber schön. Hier die Oberschule. Nur auf Stufenaufstieg eines Gebäudes. Oh, jetzt steigen die hier aber ganz schön flott auf. Das ist super. Das ist ganz toll. So, natürlich steigt die Zufriedenheit und das Geld steigt auch. Oh ja, hier. Budget kann man nochmal angucken. Hier Bildung, da sollte man ein bisschen mehr reinstecken. Hier manchmal ein bisschen weniger. Hier 90% und da auch 90%. Was ist das hier unten? Ach, das sind auch. Na, okay, dann mach ich auch mal. Mal runter auf 80. Und 80. Was mir viel wichtiger wäre, ist nämlich die Bildung. Da machen wir mal hier 120%. Und in der Nacht ja nur 10%. 100%, weil es ja auch Quatsch. So, okay. Steuern sind, glaube ich, ganz gut. Das, die muss ich mal ein bisschen höher schrauben hier. Ich brauche mal ein bisschen mehr Kohle. Es tut mir leid. Neue Dienstleistungen. Ja, ich weiß. Häuser, aber kann ich. Panischer Garten ist auch cool. Kleine Waldgebiete. Ein kleiner Spielplatz. Könnte man eigentlich mal in der Nähe von dem Wohngebiet hier aufbauen. Also nicht in der Nähe davon, sondern wirklich im Wohngebiet. Kann man hier aufbauen. Hier ist ein Park mit Bäumen. Den kann man eventuell mal später aufstellen. Jetzt nicht. So. Was ist das? Achso, da sind die Leute krank. Naja, ist ja nicht mein Problem. Wie ist es mit unserer Stromausleistung? Wir brauchen noch ein bisschen. Strom. Fuck, kein Geld. Wenn wir Strom haben, aber hat kein Geld, das ist schlecht. Ich würde im Moment vielleicht noch auf Kohle tippen. Aber ist natürlich auch immer gut, grünen Strom zu haben. Unsere Schulden steigen, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Da muss ich vielleicht nochmal an der Budget-Schraube drehen. 120% war vielleicht ein bisschen ambitioniert. Da schraube ich mal Müllabfuhr ein bisschen runter. 95%. Strom dafür ein bisschen hoch auf 100%. Das könnte man dann nochmal. Bildung ist ganz wichtig, das will ich nicht runterschrauben. Kriege ich mehr Geld rein? Ja, perfekt. Sehr gut. Okay. Ja, jetzt läuft der Laden wieder. Jetzt läuft der Laden wieder. Sehr gut. Die Leute kommen und wohnen und wollen dabei sein. Finde ich gut. Strom ist wieder da, okay. Alles tutti, alles super. Alles klar, die Stadt läuft, Leute. Es läuft. Es läuft, wie es noch nie gelaufen ist. So, zurück zum Thema. Wir waren dabei, darüber zu schnacken, wie man die Straßen hier am besten upgraden kann. Verbesserungskosten. Kann man schön hier die Straßen hier ein bisschen verbessern. Okay, kein Geld mehr. Und hier alles natürlich auch grün machen. Damit die Leute hier mehr bauen können. Und hier alles gelb. Blau. Haben die Wasser? Ja, die müssten eigentlich Wasser haben. Ja, die haben Wasser. Definitiv. Super. Brauchen natürlich immer noch mehr Gebiete hier. Ob bereits belegt, ob bereits belegt, ob bereits belegt. Okay, alles kann ich dann nicht aus... Graden, aber das ist ja egal. Weil da die Gebäude stehen, die natürlich... Ach Quatsch. Die natürlich da dementsprechend... stehen bleiben müssen. Ja, ich wollte mit euch darüber schnacken, was im Moment los ist mit der Solo-Kampagne, mit den Solo-Let's Plays. Es werden im Moment keine mehr kommen. Das kann ich euch schon mal verraten. Es wird im Moment keine... Singleplayer-Solo-Let's-Plays mehr geben. Fallout, wie gesagt, ist auf Eis gelegt.
Ich warte jetzt dieses Jahr auf Deus Ex Human Revolution. Nee, nicht Human Revolution, Quatsch. Sondern den neuen Deus Ex Teil. Wie ist der? Weiß ich gerade nicht. Ist egal. Auf dieses Ex warte ich heute ganz besonders. Nicht heute, aber dieses Jahr ganz besonders. Und natürlich auf Dark Souls 3. Das wird auch super. Das wird beides auf meinem Kanal dann als Singleplayer-Projekt laufen. Stromversorgung unterbrochen. Wo denn? Sehe ich nichts von. Oh, hier sind. Haben sie auch angefangen. Also toll. Ja, das wird alles kommen. Und die Schulden steigen rum. Warum steigen die Schulden? Hauptprobleme auch noch? Ne, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich sah es super hier, oder nicht? Ach ja, ich habe hier kein Rohr da verlegt. Deswegen sind die natürlich alle ein bisschen gnatschig. So, kann ich mal noch ein Darlehen aufnehmen? Ne, kann ich nicht. Schade. Ich muss meine Steuern leider ein bisschen hochtreiben. Es tut mir leid. Geht nicht anders. Die Leute sind trotzdem happy. Ist alles super. Hier muss man leider ein bisschen Geld rein, sonst kann ich die Stadt nicht mehr ausbauen. Ah, die Zufriedenheit sinkt aber langsam. Da muss ich vielleicht gleich nochmal an der Steuerschraube ein bisschen drehen. Aber erstmal müssen wir hier ein paar Rohre verlegen, damit hier genug Wasser bekommen. Da warten wir jetzt mal kurz. Ja, ich würde am liebsten ganz viele Projekte mit anderen Leuten zusammen machen. Ich habe da auch schon ganz viel geplant, ist aber immer eine Frage der Zeit, wann die Leute denn mal Zeit haben. Der gute Mystery ist natürlich nicht immer verfügbar. Er hat ja seine Videos jetzt auch eingeschränkt. Der gute Zinni hat auch sein Leben und muss da auch viele Sachen regeln. Bei Cosmic weiß ich es nicht. Bei Flens, der hat auch genug zu tun, würde ich mal vermuten. Und ja, ist halt nicht immer ganz einfach. Also man möchte so viel Dinge machen. Man ist sehr ambitioniert. Also ich bin auch sehr ambitioniert, da zu versuchen, viel auf die Beine zu stellen. Ja, eure Steuern sind zu hoch, ich weiß. Ich drehe sie halt ein bisschen runter. 13%. Aber es ist natürlich nicht immer alles so möglich, wie man sich das gerne vorstellt. Also ich würde halt echt gerne mit Mystery erstmal Pokémon weitermachen. Und dann starten mit Orcs Must Die 2 oder Castle Crashers. Das hatten wir beides geplant. Castle Crashers dann sogar mit dem guten Zinni zusammen. Das würde mich echt freuen. Aber es ist halt immer so die Frage, ne? Wann mal Zeit ist. Wann mal. Ich muss mal hier ein bisschen was runterschrauben wieder. Wann wirklich mal. Ja, halt Zeit ist. Und mal Lust ist auch. Ist ja leider so, dass wir alle auch viel zu tun haben, viel. Sind ja alle auch berufstätig oder gehen noch zur Schule. Und das ist dann immer nicht ganz einfach, wenn man nebenbei noch YouTuber ist. Ich merke das selber an mir. Ich bin jetzt im dritten Ausbildungslehrjahr. Ausbildungsjahr, reicht doch. Kurz vor den Prüfungen. Und hau nebenbei noch ohne Ende YouTube-Projekte raus und versuche hier echt immer besser zu werden, bin halt ambitioniert, immer mehr Gas zu geben. Aber leider artet das oder kann das denn teilweise wirklich ausarten? Das hat man, also ich persönlich habe das letztes Jahr oder vor 2 Jahren war das beim Cheng Lau bei dem Kanal gesehen, der ja wegen Burnout, weil er boomende Kleinstadt, cool. Weil er wegen eines Burnouts ins Krankenhaus gekommen ist, soweit ich das mitbekommen habe. Mit Zahlen? Okay. Und das war halt schon echt krass, dass man wegen YouTube quasi wegen einem Ding, was eigentlich Freizeit ist, was eigentlich Hobby ist, so krass gesundheitlich eingeschränkt ist, wurde. Dass man da echt einen Burnout kriegt.
Und das ist halt schon echt heftig. So, das zeigt einem, dass YouTube nicht einfach so ein, einfach mal so ein Larifari-Ding nebenher ist, sondern dass YouTube halt echt Arbeit ist, dass das halt echt anstrengend ist, auch für den Körper. Und dass man sich da echt reinknien muss und verdammt nochmal arbeiten muss, um was zu erreichen. Ich meine, ich kann hier große Regen schwingen, ich mit meinen 300 Abonnenten. Aber man bekommt das ja trotzdem. Man will sich ja immer weiter verbessern, man will immer besser werden. Und natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Da braucht man natürlich auch ein bisschen Zeit für. Okay, das funktioniert nicht. Und ja. Es ist halt alles nicht so ganz leicht im Moment. Mit den Singleplayer-Projekten, wie gesagt, wird dieses Jahr ein bisschen weniger werden. Darauf könnt ihr euch, denke ich mal, verlassen. So, was ist jetzt mit unseren Schulden? Wenn ihr mehr, wenn ihr weniger, es schwankt hier die ganze Zeit hin und her. Das ist so alles nicht mehr feierlich. Leute sind halbwegs zufrieden. Ich muss mal hier ein bisschen wieder Wasserversorgung, kann ich mal ein bisschen hochdrehen auf 90%. Damit die hier nicht im Dunkeln dastehen. So, Probleme gelöst. Bam! Wer ist der beste Bürgermeister der Stadt? Ich bin der einzige Bürgermeister, aber das macht mich auch zum Besten. So, die Folge neigt sich auch schon wieder dem Ende. Aber ja, ich bin natürlich auch immer offen für neue Spiele, für andere Spiele. Flash Games mag ich zum Beispiel sehr gerne oder Indie Perlen sind meistens auch sehr geil. So kleine Indie-Spiele finde ich auch eigentlich immer super. Das kann man auch alleine Let's Playen, finde ich. Wenn es gute Teile sind. Also so AAA-Titel reizen mich die wenigsten, weil, weiß ich nicht, da kommt irgendwie Tom Clancy's The Division raus. Ist halt ein Shooter. So, Shooter interessieren mich halt wirklich gar nicht. Und falls ihr da Ideen habt, was man da mal Let's Playen könnte, was wirklich gute Spiele sind, haut's mir mal gerne in die Kommentare. Ich bin natürlich auch auf den Support und auf die Hilfe meiner Zuschauer angewiesen. Und freue mich natürlich auch immer, wenn ihr mich da supportet. What the fuck, warum ist da ein Wohngebiet direkt neben dem Industriegebiet? Hä? Welcher Idiot ist denn dafür verantwortlich? Dass die Bürger hier nicht zufrieden sind, das kann ich verstehen. Wenigstens ein kleines Gewerbegebiet dazwischen. Sonst sind die ja total angepisst. Und hier ist auch. Ne, das ist ja Gewerbegebiet. Alles cool. Da kann man mal Industrie mal hinmachen. Wie gesagt. Alles eine Frage auch von euch. Dass ihr da. Ach komm, ich brauche noch ein Windkraftwerk. Dass ihr mich da auch supportet, mir gute Spiele empfehlt. Und ich denke mal, was Empfehlungen von guten Spielen angeht, das habt ihr auf jeden Fall drauf. Da kann man sich, denke ich mal, nicht beschweren. Da kommt natürlich, ich würde gerne mal wissen, woher der Wind kommt eigentlich. Das kann man doch hier... Wind? Hallo? Ah, hier ist viel Wind. Okay, dann kann ich schon mal nur die Teile hier aufstellen, weil die anderen müssten dann mitten in die Stadt rein. Das wäre auch ziemlich dämlich. So, guck mal, hier passt doch noch eins hin, genau. Okay, erstmal zwei. Ja, weiterlaufen lassen. Ja, ist natürlich immer geil, wenn die Community da mitmacht und einem Spiele empfiehlt. Wie gesagt, kleine Flash Games mag ich auch immer sehr gerne. Wie zum Beispiel dieses Promotion, was ich vor einiger Zeit gespielt habe. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Das war ein cooles kleines Spiel. Und wie gesagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, falls ihr Spieleempfehlungen habt. Ja, ich weiß, Nahverkehr, ich hab's gesehen. Ich hab kein Geld dafür, sorry. Ja, falls ihr Spieleempfehlungen habt, schreibt's gerne mal in die Kommentare. Und wir sind auch schon wieder am Ende dieser Folge City War Skylines. What? Nein, City Skylines natürlich. Ich würde mich gerne über Kommentare freuen, über Spieleempfehlungen und wie gesagt, versuche mehr zu machen, mehr mit anderen Leuten zu machen. TTT ist ja noch da, City War Beyond kommt auch immer regelmäßig bei mir jeden Tag.
dann habe ich im Moment noch vor, irgendwann mal mit Rocket League anzufangen. Ich bin zwar ziemlich gut, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass ich trotzdem zu schlecht bin, um damit anzufangen mit anderen. Aber macht, denke ich mal, auch Spaß. Ja, ich habe mein Land immer noch nicht ausgenutzt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge City Skylines wieder. Bis dann und ciao.